Ja, es ist wieder Infovideo-Zeit hier bei Razer Games. Und zwar geht es in diesem Video um die Zukunft des Kanals. Nein, ich höre nicht auf. Also das war gleich vorneweg. Ich höre nicht auf. Der Yamato hört auch nicht auf. Das kann ich auch gleich mal vorneweg nehmen. So das Wichtigste, um auch mal die Frage von euch in die Kommentare zu dämpfen. Weil da kam ja jetzt zum Beispiel schon ein Kommentar. Hört der Yamato jetzt auf? Oder was ist mit Minecraft und so? Und dem wollte ich einfach mal ein bisschen entgegenwirken, dass ich nicht ganz so viel zu tun habe. Nee, natürlich nicht, damit ihr nicht so viel zu tun habt. Und ich auch nicht. Nebenbei noch Nebeneffekt. Und zwar, ich kann vorneweg nehmen. Ich höre nicht auf. Ich werde auch in Zukunft nicht aufhören, auch wenn es in letzter Zeit so aussieht. Ich weiß. Ich mache wenig. Ich mache echt wenig gerade für meinen Kanal. Liegt aber daran, dass es hier gerade Früchte von meinem Bildschirm. So, jetzt will ich ihn gefangen. Ich mache recht wenig für meinen Kanal. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ich jetzt die letzten Tage viel zu tun hatte. Altes Live habe ich gezockt. Zu viel Altes Live. Habe ich auch noch mal im Black Ops 2 gesagt. Ich zocke einfach gerade Altes Live. Altes Live, mein Gott. Und mein Gott, jetzt rasen die Leute vorm Haus rum. Egal, stört euch nicht. Ich zocke viel Altes Live und deswegen kam es YouTube ein bisschen kürzer. Also, aber ich höre nicht auf. Das sah jetzt vielleicht so aus, weil ich einfach... Und ich mag Assassin's Creed 4 nicht mehr. Und so, ist alles gerade ein bisschen schwierig. Aber ich höre nicht auf. Das ist doch mal klar. Und der Yamato hört auch nicht auf. Wir hatten heute ein TS-Gespräch. Er hat mir nochmal gesagt, er hat mir versichert, er hört nicht auf, als ich gefragt habe. Weil es hat für mich auch so ehrlich gesagt gewirkt. Also, wenn du das anschaust, Yamato, dann hat auch wirklich, sage ich jetzt hier nochmal in Öffentlichkeit, hat in Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit, es hat für mich so gewirkt, als ob du aufhören würdest. Aber lass es mir nochmal versichert, du hörst nicht auf. Allerdings kommt Minecraft nicht mehr. Spaß, natürlich kommt's noch. Oh Mann, die 3 Sekunden, oder die ich jetzt gewartet habe, hatte jetzt bestimmt Gehirnstränge. Yay, Minecraft kommt nicht mehr, oder verdammt, Minecraft kommt nicht mehr. Allerdings gibt es auch, also Minecraft kommt wieder. Jetzt kommt allerdings die, ja, schlechte Nachricht. Ja, schlechte zu guten Nachricht im Prinzip, und zwar erst nächste Woche. Die Woche müsst ihr euch gedulden. Also alle, die jetzt Minecraft schauen, das werde ich nochmal einen Titel schreiben, sollten sich dieses Video jetzt echt geben, damit die wissen, wann Minecraft wieder kommt. Und zwar nächste Woche haben wir im Laufe der Woche, denke ich mal, wieder ein Aufnahmetermin, außer es funktioniert wieder nicht kurzfristig. Es kann natürlich sein, dass es wieder kurzfristig nicht funktioniert. Aber ich denke mal, der Yamato kommt nächste Woche seine PC-Teile, die er dann verbaut. Und dann können wir weiter Minecraft durchstarten. Deswegen, Minecraft wird kommen, nächste Woche halt. Das war im Prinzip das ganze Video. Allerdings probiere ich bis dahin. Probiere ich das Niveau natürlich weitestgehend so niedrig zu halten, wie es halt eben geht. Allerdings geht es ohne Minecraft nicht so gut. Weißt du, ohne Yamato, ohne Minecraft, weißt du, wir sind halt so die Mischung, das Niveau echt niedrig hält. Allerdings kann ich das alleine nicht machen. Dazu bin ich ein bisschen überfordert. Und deswegen brauche ich eure Hilfe. Schreibt mir mal in die Kommentare, was für... Ja, Flash bzw. Trash Games ich zocken soll. Einfach mal Minigames. Weißt du, ich dachte mir, ich suche mir dann so ein paar raus und spiele dann an. Aber auch Trash Games, die aber schon so ein Niveau haben unter RTL. Also, ich meine, es ist schwierig, man muss natürlich filtern, also dass man unter RTL kommt, das ist eine Herausforderung. Aber da seid ihr vorher gefragt, schreibt mir mal eure Flash Games in die Kommentare. Es können auch gute sein. Ich meine, es ist ja vielleicht auch mal ganz gut, wenn ihr eine Niveauspritze bekommt von mir, dass das Niveau nicht ganz so schlecht ist auf dem Kanal. Deswegen schreibt mir ruhig mal eure Lieblings-Trash- bzw. Flash-Games rein, die ich dann anzocken werde. Und dann schauen wir mal raus. Deswegen, also die nächste Woche noch generell. Eigentlich könnte ich das Format gleich eröffnen. Komm, weißt du was? Wir machen ein Flash-Games-Format. Ich zocke die Flash-Games, die ihr mir vorschlagt. Also alles. Ich zocke alles. Alle Flash-Games ist mein Genre, also komplett auf. Ich zocke alles, was ihr schreibt. Das verspreche ich hiermit. Ich zocke wirklich alles. Außer irgendwelche Sachen, die hart immer lizenziert sind. Irgendwelche Lieder oder wo ich Kinder-Jugendschutz-Dingensen-Probleme bekommen würde. Kinder-Jugendschutz, genau. Jugendschutzgefährden. Wie heißt das Gesetz? Jugendschutzgesetz, genau. Wo ich damit Probleme bekomme, weil das gibt es nämlich auch auf YouTube. Jetzt sehe ich schon 4,5 Minuten. Das ist doch scheiße. Schreibt mir eure Flashcams in die Comments. Dann zocke ich die, um das Niveau weitestgehend niedrig zu halten. Und ab nächste Woche geht es dann weiter mit Minecraft. Freut euch schon mal drauf. Mit den Gästen müssen wir schauen. Also da müssen wir echt schauen, wie wir das jetzt noch hinbekommen. Also die erste Session eher nicht. Weil der Yamato und ich... Ja, ich habe mich noch nicht mal über den Urlaub ausquatschen können. Mann, das muss ich auch noch machen. Mann, ich möchte euch auch noch teilhaben. So ein bisschen zumindest. Aber das war's.
erstmal, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, Info. Also freut euch auf Minecraft, das ist nicht abgesetzt. Der Mato hört nicht auf, ich höre nicht auf. Also alles im Lot im Prinzip bei uns. Und ich würde sagen, bis dahin, bis Minecraft, bis ein neues Video, würde ich sagen, haut rein, macht euch eine Bohnensuppe und ciao.